Ah, ich gesehen, ihr seid auch rum dabei. Wird bestimmt rum ein neues Instrument kennenlernen. Aber dann machen wir das mal zusammen. Am nächsten Video hatte ich euch erzählt, dass in dieser Welt von den Instrumenten ganz viele verschiedene Familien von Instrumenten gibt. Da haben wir zum Beispiel angefangen mit dem Blech. Da haben wir sie noch schon gut gesehen. Wir haben Trompette, Trombone, den Chor und auch den Bass. Dann geht es nach der Familie von den Holzblasinstrumenten. Da haben wir da schon ein paar gesehen. Wir hatten Flöte, und auch den Saxophon und den Hautbois. Dann hat man sogar noch Perkussion. Also haut stellen sich eine ganz neue Familie von Instrumenten vor. Komm mal gucken mal zusammen, was das für eine Instrumentenfamilie ist. Haut lernen wir dann eine neue Familie von Instrumenten kennen. Und zwar sind das die sogenannten Saiteninstrumente. Weil das nur ein Seit, auf Französisch ein Kort, könnt ihr euch vorstellen, das ist ein bisschen wie so ein lange Lastig oder ein lange Schnur. Und da gibt es zwei Techniken für die zu spielen. Bei den Engen, da vorne stand man so einen Bow über Seit, wie zum Beispiel bei der Gai. An die Anna, das sind die, da muss ich dann mal die Fangeren so und der Seit so zupfen, wie das ein Ton entsteht. Und das ist genau die Familie, die wir heute kennenlernen. Und zwar schwätzen sie ihr Haut, nämlich von der Gitarre. Als Instrument Haut, also auch schon ein ganz altes Instrument. Und es gibt da ganz verschiedene Formen. Eine von den Formen ist zum Beispiel die Hai, das ist eine laute, ein ganz altes Gitarre am Funk. Da gibt es, wenn wir rübergehen in Amerika, gibt es die Haiten, und zwar ist das ein Banjo. Da seht ihr, die gibt es vor allem an der Country Music, also bei den Cowboyen, wird die gebraucht. Nach einer anderen Form, als die du, vielleicht hast du das schon einmal gesehen, das ist ein Mandolin. Oder natürlich dann das Instrument, was wir heute so gucken, nämlich Gitarre. Das Prinzip ist immer dasselbe. Wir haben dann so Saiten, die da so gespannt sind, und ich fahre dann mit der Hand drüber, spitze sie so quasi un, und dann entsteht ein Ton. Gitarre ist aber nur ein Instrument, das fand ich ja keinem Orchester. Mehr der vierte Last bei der Gitarre. Ich kann Gitarre spielen und gleichzeitig auch singen. Also kann ich zwei Sachen mit nehmen machen, was du aber auch flobberst. Wie so ein Gitarre klingt, das verrät ich, weiß ich lo, mein Kollege de Matt. Die ersten Instrumente, die ein bisschen so ausgesehen haben wie ein Gitarre, gehören am Orient und an Indien schon vor mehr als 5000 Jahren. Klassische Gitarre von Haut, den auch spanische Konzertgitarre nennt, klingt ganz anders wie eine zuchte Gitarre, wie zum Beispiel die elektrische Gitarre. Sie wird mit Fangen gespielt. Und das flutzt aus, dass wir können ob enger Gitarre die Heischtein als Melodie, Mittelstein, also die Begleitung, und die Dave-Tein, der Bass, mit Nähe spielen. Das heißt, just ein Gitarristin oder E-Gitarrist kann allein klingen wie ein Orchester. Und los stell dich mal vor, dass die pur so kleine Orchestern zusammenspielen. Thank you.
ein Gitter funktioniert und auch wie sie klingt. Gitter, die ich gerade gewesen habe, die nennen wir auch noch klassisch Gitter, und die klingt natürlich gemerkt ganz dus. Da gibt es ja noch ein anderer Gitter, das ist die modern elektrische Gitter. Die kennen wir aus der Rockmusik, aber die weisen sich auch noch ein paar, aber ein bisschen noch ein anderes Video, ein bisschen spät. Soweit zu unserem Ausflug am Feld von den Saiteninstrumenten. Haut, wie gesagt, Gitter. Und das vor, wenn dich interessiert, weisen sich nach die anderen Familie von den Saiteninstrumenten, nämlich die, wo ich muss über die Zeit mit einem Bau fahren, mit Streichinstrumenten, wie zum Beispiel Guy und den Cello, auf eine Nacht dazu gehören, das weisen sich dann auch nach das Woche. Vielleicht guckt doch immer ran, mich ging es freuen. Bis dann, ciao, ciao, eure Romain.